Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ihr werdet bestimmt ganz verwundert sein, kleines Video außerhalb der Geschäftszeiten, sage ich jetzt einfach mal. Normalerweise Montag gibt es kein Video. Als allererstes muss ich einen neuen bei uns im Team willkommen heißen. Der Mann hinter der Kamera, Kevin gerade. Schön, dass du da bist. Hallo, danke. Erweiterung neben Maxi und René. Sind auch natürlich noch beide da. Einer gerade im Urlaub, René unterwegs. Ja, das ein oder andere Video hast du ja schon geschnitten. Das ist richtig. Das erste Mal jetzt hinter der Kamera. Ich freue mich drauf. Ich denke, es wird ganz cool. Denke ich auch. Ein bisschen neuen Stil reinbringen, ein bisschen ein paar Sachen verändern, für ein paar Sachen mehr Zeit haben und am Ende einfach noch geileren Content bringen. So, so ist zumindest unser Vorhaben. Das klingt gut. Also, warum heute ein Video? A, weil wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, um auch mal zwischendrin was zu machen. B, weiß ich natürlich, dass ihr alle auf Limo und Abarth Content wartet. Jetzt ist es in dem Fall so, wir haben punkto heute noch genau 6,5 Wochen bis zur ersten Motorshow. Aktuell sieht dieses Fahrzeug noch so aus, wie es auch die letzten Monate aussah. Hat sich nicht viel daran geändert, aber es ist soweit alles vorbereitet und das ist nämlich das Wichtigste. Das heißt, alle Teile sind dran. Es müssen noch die Türen eingestellt werden. Dafür warte ich. Diese Scheibenrahmen haben wir gerade am Wochenende vorbereitet. Die gehen jetzt einmal zum Pulvern. Dann werden die vormontiert, neue Dichtungen, neue Scheiben und dann kommen sie da rein. Das waren so die letzten Taten, die wir bei der alten Limo noch gemacht haben. Marius und ich werden es immer nie vergessen. Wir haben wirklich, weiß ich nicht, eine Woche lang Türen eingestellt, übertrieben gesagt, weil das war natürlich das erste Mal mit den Carbon-Türen. Diesmal wissen wir, wie, wo es drauf ankommt. Und diesmal machen wir auf jeden Fall ein Video dazu. Habe ich euch versprochen, weil beim letzten Mal was nicht gemacht. Ganz viele haben geschrieben, sie fanden so interessant, dass wir es machen. So, das heißt, wir bereiten aktuell extrem viel vor und dann geht es ganz, 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 ganz schnell, weil dieses Auto wird auf der Essen Motorshow stehen. So, Essen Motorshow, aktueller Stand findet statt. Wir sind auf jeden Fall wieder Halle 6 neben Jean-Pierre am Start. Ihr könnt euch darauf freuen und genau deswegen müssen dort auch diese Autos stehen. Und deswegen könnt ihr euch jetzt darauf freuen, dass die nächsten Wochen jede Menge Content kommt. Thema Limo. Eine Sache kann ich euch trotzdem noch zeigen. Und zwar, letztes Mal hatten wir ja das Problem. Alte Radnabe. Ich habe nochmal neue Radnaben gemacht. Das Problem war, wir konnten vorne die Bremse nicht montieren, weil die Radnabe zu flach war, weil ich aus Versehen ein falsches Muster eingesteckt hatte. Deswegen musste der Hubi für mal HST, wo wir neulich in Österreich waren, nochmal schnell neu machen. So, und das gucken wir jetzt mal an, ob das Ganze auch jetzt passt. So, also ich hoffe sogar, dass es dann in den nächsten Wochen nicht zu viel Limo-Content wird. Weil, wie gesagt, so ein ganzes Auto zusammenbauen in 6 Wochen wird auf jeden Fall für euch interessant. Sonst ist eigentlich auch wirklich soweit alles vorbereitet. Vorderachse fertig, Hinterachse fertig. Tank zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe wirklich viel verzinken lassen. Das ist auch schon wieder alles da. Also eigentlich kann das jetzt wirklich ratzfatz zusammengebaut werden. Motor ist auch fertig bei David. Da könnt ihr euch als nächstes drauf freuen. Da gibt es nochmal ein Video zusammen mit einem anderen Kollegen über die Thema Ölversorgung, Schmierung. Wird richtig interessant. Und dann geht's auch los. Also wenn das jetzt wieder nicht passt, dann war es das mit der ersten Motorshow. Nein, Spaß. Also die Scheibe ist jetzt genau 6,2 mm weiter draußen. Und jetzt müsste es eigentlich genau passen. Das klingt schon mal besser. Yes. Ja, so soll das sein. Wenn ihr jetzt hier einmal reinguckt, hier der Abstand, also an dem Zapfen, der ist identisch mit dem Abstand auf dem inneren Zapfen.
können die Scheibe noch drehen. Das heißt, das passt jetzt auch. Jetzt habe ich zwar ein Radlager versaut, weil ich eine Narbe halt schon eingepresst hatte, aber was soll's, da gibt es auch etwas Schlimmeres. Okay, das heißt jetzt, Vorderachse können wir auch komplett zusammenbauen, da ist ja wirklich alles ready. Getriebe ist mittlerweile da, Turbolader, Block fahren wir hin, dann kommt auch direkt die finale Motormontage, weil wir machen Folgendes, grober Plan zur ersten Motorshow. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass das Auto auf eigenen Rädern steht, Motor eingebaut ist und so weiter. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein komplettes, vollwertiges Auto. Ob das Auto in dem Moment schon läuft, ist eine andere Sache. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit es noch ist. So, jetzt zeige ich euch noch einen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich den letztes Mal schon gezeigt habe. Thema Spritpumpe. Da bauen wir ja diese krasse 1000 Liter Pumpe ein. Da hatten ja ganz viele geschrieben, diesen Halter können wir unmöglich roh in Tank bauen. Wollen wir natürlich auch nicht. Alex Firma Chromfabrik einmal schnell eloxiert. Zack. Und jetzt sitzt diese krasse kleine Pumpe, die 2000 PS kann. Keine Angst, wir wollen keine 2000 PS fahren. Sitzt jetzt wirklich in diesem originalen Korb einfach drin, Schraube rein, festziehen, in den Tank rein, Abfahrt. So, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das funktioniert jetzt auch alles. So, kann ich euch in diesem Video noch irgendwas zeigen? Ne, wir haben so zwischenzeitlich hier nochmal so ein paar Sachen gepulvert, aber das kennt ja jeder Spielchen. Tank haben wir ja bei Schwan einmal Trockenheiß gestreut. Der ist soweit ready. Da liegt schon der Träger, der bleibt aber so wie er ist. Das heißt eigentlich, glaube ich, kann es losgehen. Front habe ich schon soweit ein bisschen zusammengesteckt. Das heißt, Motor zusammenstecken, Achsen rein und los geht's. Falsch rum. Tank rein, Achsen rein, Türen einstellen, Innenraum fertig machen, Motor rein. Ja, kurz und knappes Video. Ich wollte euch einfach nur mit dem Video mal kurz auf den aktuellen Stand bringen. Plus Kevin im Team willkommen heißen. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen. Die nächsten Wochen werden wild. Wir haben nämlich noch ein paar andere Sachen für euch vor. Arbeitet natürlich auch vollwertig zusammen mittlerweile. Müsste die Tage jetzt anspringen. Auch nicht so viel gezeigt. Da kommen aber noch zwei, drei Videos von den letzten Details. Und habt noch ein bisschen Geduld. Wir geben auf jeden Fall alles, dass wir nichts vergessen und auch alles zeigen. Und diese Sachen dauern halt nun mal leider immer ein bisschen länger, weil es halt am Ende einfach perfekt werden soll. So, jeder andere hätte jetzt vielleicht als Beispiel unter die Bremsscheiben einfach einen Distanzring gelegt und die anderen Radnaben genommen. Das ist aber nicht unser Style. Unser Style ist es halt einfach definitiv perfekt zu bauen und deswegen ein paar Wochen länger gedauert. Ja, kurz und knapp. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ein Video außerhalb der normalen Uhrzeiten. Könnt ihr euch jetzt öfter drauf freuen. Mal gucken, wie ihr es so findet. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Video. Ganz kleine Ergänzung noch, warum das Ganze einfach ein bisschen länger dauert. Dieses hier ist eigentlich die sogenannte Drehmomentstütze, das heißt, die hängt in der Front und nimmt die Kraft auf, wenn der Motor so ein bisschen kippt. Hier ist so ein Lager drin. Das Ganze ist aus Stahl. Das können wir so natürlich nicht einbauen. Deswegen hat Phil das Ganze einmal noch kurz in Alu nachgebaut. Platte. Schönen Stutzen gemacht. Das wird jetzt von innen einmal verschweißt. Zack, ist das Lager in Alu fertig. Kann die Kräfte genauso aufnehmen, weil Wandstärke hoch genug. Und wieder 200 Gramm gespart. Ist nicht viel, aber die Summe macht's. Ja, das wollte ich euch nur kurz noch zeigen. Und als Dank fürs Warten kriegt ihr jetzt noch einen ganz kleinen Carbon-Porn.